Leute, was geht ab? Kevin. Ich bin Marvin. Und heute Mackeys Produkte versus Burger King Produkte. Oh yes, Leute. Die beliebtesten Fastfood-Ketten versus einander. Yes. Und die Regie hat eingekauft. Wir haben einmal Mackeys, einmal Burger King Produkte. Leute, es wird sehr lecker. Holt euch lieber einen Snack, bevor ihr das Video anguckt. Und Leute, für eine neue versus Challenge, wie viele Likes brauchen wir dafür? Leute, bei 20.000 Likes kommt eine neue heftige Versus-Challenge. Yes. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Da gehen wir darauf ein. Und knallt die Likes vor, Leute. Jeder muss jetzt liken. Yes. Jeder von euch. Du auch. Jetzt sofort. Thorsten, du auch. Leute, Speiseglocken sind am Start. Wissen, es ist auch schon ein Produkt drunter. Genau, regiert Einkauf. Wir wissen nicht, was gekauft wurde. Ja, Mann. Ich bin sehr gespannt. Es wird lecker. Es wird köstlich. Und ich würde sagen, hast du mehr Bock auf Mackeys oder Burger King? Ah ja. Was bist du mehr? Team Burger King oder Mackeys? Oh, schwer. Kommt aufs Produkt an. Aber heute, vielleicht eher Burger King sogar. Oder? Ja, oder Mackeys eigentlich doch. Ich weiß nicht. So, ich bin für beides offen. Ich auf die Produkte an. Ja, Mackeys sind jetzt mehr Sachen, die mir einfallen, die ich liebe. Genau. Pommes. Beides eigentlich. Nuggets. Qualtes. Ja, Mann. Aber auch der Whopper ist geil bei Burger King. Und sag mal und. Burger King heute. Okay, heute okay. Mehr Bock auf Burger King. Vielleicht bei mir mal Mackeys. Okay. Würde ich sagen, erste Runde geht los, Leute, ne? Let's 3, 2, go! Okay. Hey, achso. Warum nimmst du die so selbstbewusst? Ich nehme mal diese. Ja, wolltest du mir die klauen oder was? Nee. Aus der Flex schon safen. Okay, erste Produkt, Leute. Du erhoffst dir Burger King, ne? Ja. Mal sehen. 3, 2, 1. Mackeys habe ich. Oh, Burger King habe ich. Oha. Okay. Ein Chicken Burger. Boah, so lange nicht mehr gegessen von Mackeys. Ich habe ein Quiz geschickt. Alter. Quiz geschickt hier von Burger King. Oh, der ist geil, der ist geil. Der geil? Schon lange her. Alter, der ist noch an früher. Boah, den hab ich aber ewig. Kennst du den noch mit dieser Special Soße, die ist so orange? Krass. Leute, Chicken Burger, so lange nicht mehr gegessen. Yes, den habe ich richtig verdrängt. War eigentlich lecker. Den kennt man nur so. Ich glaube, der war eigentlich jetzt noch zu lasch. Ja, Mann. Zu wenig, ne? Ich schwör. Boah, Leute, aber der sieht auch mächtig aus. Boah, der ist geil. Das geht ab. Ich bin voll unterschätzt. Der hat doch diese weiße Soße. Diese crispy, die weiße lecker. Soße, Tomate, auch immer wichtig, ne? Ja, Mann. Also, hat der eine Tomate eigentlich? Also, der gefällt mir echt gut. Ich meine, gar kein Gemüse. Aber dafür hast du eine geile Soße, ne? Ja, Mann. Sogar sehr frisch riecht der. Okay. Ich, sagen. Ich hätte eigentlich mehr Bock auf den, muss ich sagen. Den fühle ich jetzt gerade auch mehr. 3, 2, 1 und rein ins Vergnügen. Boah. Der schmeckt auch genauso fresh, wie er aussieht. Leute, ein bisschen. Rein damit. Oh. Meiner ist viel fetter. Du kannst das aber machen. Boah. Runde 2! Bist du zufrieden mit deiner ersten Runde? Überraschend war ich von dem Burger. Also ja, ich finde den von Burger King, muss ich sagen, diesen Crispy Chicken leckerer eigentlich. Das Gefühl halt mehr als dein. Die Soße ist halt anders und gefällt mir mehr. Und da ist eine Tomate drauf. Also, ja, also sehr frisch. Die sind auf jeden Fall. Ne? Auch, sehr gesund. Proteinreich und kann man zum Frühstück essen. Jeden Tag machen. Schmerz natürlich nicht, Leute. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Mackeys oder Burger King. Yes, Team Mackeys oder Burger King. Wir sind gespannt. Ja, Mann. Okay. Und Runde 2. Let's go! Diesmal nehme ich deine wunderbare Speiseglocke. Ich habe jetzt Lust auf Mackeys. Jetzt Lust auf Mackeys? Ja. Ich weiß nicht, was drunter ist. Ich spüre Mackeys. Kommt drauf an. Aber hier ist Burger King bei mir. 3, 2, 1! Ja, und, Mann! Ich habe recht. Oh! Ah, nein, vegan! Lol. Du hast ja. Ich hab irgendwas Veganes. Du hast einfach pflanzenbasierte Nuggets. Sind das Nuggets? Leute, Nuggets. Oh mein Gott, Leute, oh mein Chicken Gott. Nuggets. Ganz ehrlich, hier muss man doch kein Kompromiss eingehen, oder, Freunde? Nein! Ganz ehrlich. Vegane Nuggets? Warte, hatten wir die letzte Mal probiert? Ich weiß bei dem nicht. Video? Hatten wir die Leute? Ihr habt vielleicht auf dem Schirm. Ich glaube, auf jeden Fall. Chicken war ganz okay. Warte, wir machen jetzt einen ultimativen Test. Erstmal ohne alles und wir beißen ab. Okay. Und wir beschreiben, wie es ist. Ja. Go. Wir sind richtig heftig. Ohne Soße jetzt. Oha. Gut. Mhm. Echt? Schmeckt nach Chicken. Veggie. Nimm bei dir. Schmeckt echt nach Chicken. Krass. Also, wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, es ist ein Chicken. Okay, dann haben die es gut hinbekommen. Vor allem mit süß-sauer. Nicht schlecht. Jetzt mit süß-sauer wird es noch krasser werden. Ne? So, jetzt mit süß. Sour Soße. Wer kennt sie nicht? Von Burger King, die schmeckt aber auch anders. Ich finde, Leute, finden die ist auch komisch. Meiner Meinung nach
Hat die so einen leichten Zitronen? Ja, ja. Habe ich schon damals gesagt. Da ist ein Spritzer Zitrone drin. Ja, genau, würde ich auch sagen, da ist ein bisschen Zitronengeschmack. Also ich empfinde das immer so. Ja. Schon früher, ne? Genau. Dann riechst du? Riecht doch schon so, ne? Ein Spritzer Zitronen. Ja, haben wir so schön gesagt. Echt auf Zitronenbasis hier. Okay. Okay. Vegane Nuggets versus Mc's Nuggets. Und fein ins Vergnügen. Das nehmen wir, das ist doch schön. Ah, Junge, doch deine Soße. Die Soße ist richtig ekelhaft. Okay, weil Marvin jetzt Pflanzenschaden hat, kann er auch mal kurz seinen Nugget verschönern. Das ist es hier doch. Das ist es hier, Mensch. Dieser Moment, wenn ein pflanzlicher Nugget geiler mit einer nicht pflanzlichen Soße. Oder ist die pflanzlich? Weißt du das? Hey, du Schwein, Alter. Und noch schöne Grüße an Nadine. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt einen freundlichen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! Halbzeit, Runde 3. Ja. Bis jetzt gute Snacks. Ja, Mann, ging gut runter. War alles gut aufgeteilt bis jetzt. Ja, ja, jetzt könnte mal wieder ein deftiger Burger kommen eigentlich. Bisschen Beef, ne? Leute, okay. Nächste Runde, let's. Auf geht's. Go! Stopp. Ich bleibe diesmal bei meiner Speiseglocke. Okay. Was denkst du, was da drunter sich befindet? Ich habe diesmal ein schönes Produkt von Mc's. Ja? Ich habe einen beefigen American Burger von Burger King jetzt hier. Richtig beefigen. Okay. Das schauen wir. Nur richtig beefigen hier jetzt hier. 3, 2, 1. Wow! Okay, ich habe Burger King. Warte. Big King versus Big Mac. Oh, das sind die zwei Rivalen, glaube ich. Oh. Ich glaube, der Big King ist so ähnlich wie der Big Mac. Big Mac, Klassiker, oder? Ne? Ich glaube, es war so als Kind. Vom Aussehen sehen die ähnlich aus. Als Kind war das so krass, dieser Burger. Ja, richtig, Mann. Mächtiger Burger. Wo man sich dachte, wow, hier ist richtig viel Käse. Boah, ey. Ey, Leute. Sieht gut aus. Aber hier ist nicht ein Brot in der Mitte. Ich finde, manchmal ist das ein bisschen trocken. Es gibt noch ein Big King XXL, ne? Ja. Meinst du, da ist dieses Brot in der Mitte? Könnte sein, ne? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Big Mac Klassiker versus Big King. Was würde ich mal sagen? Okay. Wir gönn dir. Schnacken nicht lange und beißen ab. Boah. Boah, sogar finde ich den gerade geiler als ein Big Mac. Aber beim Big Mac habe ich immer Bedarf, noch eine süß-sauer so drüber zu machen, weil das so trocken ist. Mhm. Ich sag ja, ich pack das hier Brot. Hier ist viel mehr Käsesoße. Ja, und dieses Brot in der Mitte, das ist mir too much. Ich pack das nicht. Also, sehr mal, trocken. Ist der euch auch zu trocken? Oder süß-sauer nochmal drüber, ne? Proteine. Runde 4, bist du bereit? I'm ready. Wildes Produkt. I'm ready. Let's go, Digga. Ja. Okay. Wähle weise. Oh, was willst du jetzt haben? Eben hattest du Burger King. Nee, du hast Mc's. Jetzt hat Burger King. Du hast öfter Mc's, muss ich sagen. Bei jeder Burger King jetzt hier. Jetzt mal Mc's. Ich will mal Mc's jetzt. Ja, ja? Reicht doch mal mit Burger King jetzt. 3, 2, 1. Ja! Die Gewählte wurden erhört. Oh, Cheeseburger. Hast du auch einen? Ich habe auch einen Cheeseburger. Okay. Cheeseburger versus Cheeseburger. Ja, Mann. Erstmal die Optik beobachten jetzt hier. Welcher sieht geil aus? Ich hasse irgendwie Cheeseburger, aber... Erstmal so ganz objektiv zum Brötchen. Warte, ist bei Burger King auch eine Gurke drauf? Das muss ich jetzt mal kontrollieren kurz. Hier ist auf jeden Fall, war hier immer eine Gurke drauf. Ja, hier ist eine Gurke. Ja, hier auch. Okay, dann ist der gleich. Boah, wie trocken das Mac ist. Guck mal, wie trocken Mac ist. Oh, sparsam. Bei deinem Big Mac war auch trocken. Ja gut, mal, guck mal, hier ist auch unten nicht sehr, ja. Also hier ist sehr trocken. Okay, hier ist auch unten sehr trocken. Okay, vielleicht dann eher oben. Ja. Aber oben sehr wenig Soße. Genau. Und was findest du Brötchen genüsslicher mit, also genüsslicher hier? Ich mag die Sesam, ja, Mann. Hat schon was, ne? Sesam ist geil. Das ist eigentlich der konkreteste Unterschied. Ja. Gibt's auch Sesam-Brötchen bei Mc's? Nie, ne? Oder? Beim Big Mac? Oder ich glaube, beim Big Mac war, oder? Ah. Leute, ihr müsst nochmal zurückspulen. Leute, ich und uns berichten in den Kommis, war Sesam drauf oder nicht auf dem Big Mac. Rettet uns. Leute, okay. Wir stoßen an. Cheeseburger. Zum Wohl. Der ist trocken. Alter, mein, das ist richtig trocken. Der ist staubtrocken, Alter. What the? Das ist richtig, Junge, noch nie so einen trockenen. Also, verdammten gegessen, Mann. Sauber. Der ist trocken. Also, du musst mir Ketchup von zu Hause mitnehmen aus. Muss man sich selber ausstatten. Ah, deswegen hasse ich Cheeseburger. Der ist immer komisch. Leute. Aber ein Hamburger wäre auch trocken, ne? Leute, gönnt euch. Oder der muss frisch sein. Ja. Und das ist was anderes. Aber sonst, der will mal abbeißen. Leute, willkommen zur fünften Runde. Runde 5 also, jetzt hier. Oh, okay. Langsam wird mein Bauch immer voller. Wir werden satter. Aber
Und ich bin gespannt. Da geht noch was rein. Da geht noch was. Da geht noch was rein. Ich sagen, let's go. Runde 5. Go. Stop it. Okay. Yeah. Ich will irgendwie jetzt nur noch Mc's. Ich weiß nicht warum. Ich hatte gerade Mc's, ich war sehr enttäuscht. Ja? Ich war extrem. Achso, ja, der Cheeseburger, Burger, Junge, der war so lapprig. Ich hab den aber noch trocken. Ich hasse eh Cheeseburger generell. Ich bleib bei dieser, weil hier ist ein saftiger Burger King Burger drin. Ich will jetzt Burger King. Klar, das war eine Aussage. Ja. Also, das war eine Aussage. Burger King, Burger King. 3, 2, 1, go! Burger King! Nein! Und ich, boah, du sagst das saftiger und ich bekomme Whopper, Alter. Oh, Royal TS. Das ist sogar mein Lieblingswhopper. Eigentlich mein Lieblingsburger, aber irgendwie ist das gar nicht mehr mein Lieblingsburger. Weil ich gar keinen Bock auf den gerade habe. Weil ich kann Mc's gerade nicht mehr sehen. Man muss auch fühlen, ne? Ja, Mann. Freunde, mal wieder. Gucken, ob der wieder trocken ist. Oh mein Gott, aber das ist gerade perfekt. Guck mal, die Zwiebel, die Tomate. Boah, der sieht echt Bilder. Okay, hier ist mal schön Alter. Juice drin. Ja, jetzt sind wir gerade zufrieden beide, ne? Okay, sieht gut aus. Also ich würde mal behaupten. Aber das Brot unten sieht nicht so gut aus. Zufriedene Kunden? Zeig mal, zeig mal. Sieht sehr labrig aus. Meiner ist, glaube ich, hübscher. Leute. Nein, da, die Tomate, die Zwiebel, der Burger. Mmh. Boah. Mmh. Boah. Mmh. Gute Wahl, dass er gekommen ist. Also der kommt perfekt. Auch die Tomate, so richtig frisch. Das ist der geilste Burger gerade in dieser Folge. Mmh. Für mich auch. Der geilste Biss gerade. Mmh. Bist du zufrieden? Bald mal zufrieden. Im siebten Himmel sind wir. Letzte Runde. Okay, letzte Runde. Muss sagen, ich bin sehr voll. Langsam mehr, muss ich auch sagen. Ich habe auch die Schnauze voll eigentlich. Aber so ein halber Burger oder so geht noch auf jeden Fall. Irgend so ein Max-Produkt jetzt so. Auf entspannt. So eine Pommes wäre jetzt echt chill. Ja, jetzt will ich mal Burger King, Alter. Was ist hier los? Immer das Gegenteil, was ich will, das kommt irgendwie. Jetzt gönne ich dir Burger King und ich Max's. Ja, Burger King. Viel Glück dir. Let's go. Go! Let's go. Let's go. Mc's, bitte. Okay, jetzt wähl bitte dein Mc's. Ich bleib bei meiner Seite. Alles klar. Ob das Mc's Produkt ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. 3, 2, 1! Nein! Nur das Gegenteil. Heute ist Leute, was ist das? Oh, Mac Chicken. Oh, Max. Boah, der ist geil. Und ich hab einen. Doch. Long Chicken von Burger King. Oh. Ich muss sagen, beide relativ ähnlich, oder? Ja? Sind beide so long, ne? Ja, Mann. Long. Oh. Meiner ist Sesambrot. Sieht, okay. Guck, die sehen fast gleich aus. Die sehen echt interessant aus. Auch das Fleisch, ne? Genau. Beziehungsweise hier so, guck mal in die Innereien. Guck mal rein hier, was der zu bieten hat. Boah, deiner ist voll trocken. Boah, hier unten ist nur Burger King, ne? Ja. Okay, bei dir ist unten die Soße. Hier unten. Bei mir oben. Sieht ein bisschen knusprig aus, ne? Genau. Ein paar verbrannte Stellen. Oh, ja. Sieht nicht mehr sehr lebendig aus, das Chicken. Ja, sieht nicht mehr so lebendig aus. Sieht ein bisschen so verbrannt aus. Bisschen abgel. Ja, sieht meiner besser aus, muss ich sagen. Ich auch sagen. Optisch hast du einen geileren? Mac ist mehr abgeliefert. Geschmack. Ja, der Chicken sieht echt nicht gut aus. Ja, ist ein bisschen. Ob das abgelaufen ist oder nicht, das wissen nur die Mitarbeiter. Schmeck ich mal ab jetzt hier, ne? Mal schauen. Okay. 1, 2, 1. Mmh. Long Chicken? Ein bisschen. Boah, da kann was. Ein bisschen zu knusprig bei mir, das Ding. So sieht es aus. Alter, dein Fleisch sieht so trocken aus. Ein bisschen älter schmeckt das Fleisch. Oh. Hm, schmeckt's? Mmh. Muss sagen, krasser Burger. Sehr unterschätzt. Aber der ist echt saftig. Meiner ist dagegen echt trocken. Obwohl er Soße ist eigentlich unten, aber irgendwie kommt die nicht so durch. Sieht auch sehr bescheiden aus. Ja, genau so schmeckt es auch gerade. Aber Glückwunsch, dass du mal zufrieden bist. Ich bin zufrieden, Alter. Zufriedener Kunde. Leute, wir sind satt. Ja, Mann. Ciao.